Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen bei Festival Kirmes Challenge Regel Update. Ja, ich habe noch mal ein bisschen Feedback bekommen und deswegen gibt es noch mal etwas spezifischer, gehe ich noch mal drauf ein. Ja, auf Twitter ist es schon verkündet worden, aber hier wollte ich das auch noch mal kurz verkünden, was genau die Regeln sagen und was ihr einzuhalten habt. Nicht, es geht jetzt nicht darum, irgendwas großartig zu verändern, sondern nur noch mal genau sagen, worum es geht. Also, Regeln für Workshop-Objekte. Ganz wichtig, da wurde ich ja mehrfach darauf hingewiesen, auf alle Rassen aus und deswegen gehe ich da noch mal genau drauf ein. Was ist bei den Workshop-Objekten, wenn ich sie nutze, zu beachten? Erstens, auf jeden Fall, ich muss sie im Workshop beim Hochladen kennzeichnen. Ich muss sagen, hier, das und das ist von dem und dem. Ja, muss klar, deutlich stehen, bitteschön. Das ist nicht von mir, das ist von dem und dem. Und ich darf es nur als Basis verwenden für meine Sachen. Ja, ich muss es auf jeden Fall verändern. Weil sonst könnte man sich ja hier irgendwas zusammenklicken und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Es geht darum, dass ihr selber was baut. Und da kommen wir auch direkt zum Bewertungskriterium, was halt dazu kommt. Ne? Regeln für die Bewertung. Ja. Ganz klar ist, ich will nicht von euch irgendwas dahin gekleistert bekommen auf Basis von Workshop-Objekten, sondern ihr verändert die Dinger. Also, ganz klar, ohne Veränderung von den Workshop-Objekten und wenn es auch nur ein Klohäuschen ist, was ihr da runterladet, 0 Punkte. Sofort. Sofort. Und wenn ich offensichtlich sehe, dass da irgendwas nicht stimmt, auch 0 Punkte. Also, das ist ganz klar für euch. Nochmal. So, und beim Abgabedatum habe ich auch etwas verändert. Es wird verlängert. Ja, es wird etwas mehr Zeit geben. Und zwar einen guten Ausschlag, würde ich mal sagen. Und zwar bis zum 1.9.2020. Ja, ich glaube, das ist ein guter Monat obendrauf. Ich denke mal, das passt, oder? Also, viel Erfolg. Bis dann. Ciao.